Hey ho und willkommen zu meinem YouTube-Kanal, wo es alles darum geht, Spiele nicht in den weit verbreiteten 16 zu 10 oder 16 zu 9, sondern in den noch nicht ganz so verbreiteten 21 zu 9 Formfaktor zu spielen. Ich möchte euch nämlich mit meinem YouTube-Kanal euch zeigen, warum es Sinn macht, auf einen 21 zu 9er umzusteigen. Unter anderem seht ihr auch sehr viel mehr von der Welt. Und ihr habt auch den Vorteil, egal wo ihr auf dem Display hinguckt, dass immer beide Augen immer gleichzeitig auf dem Monitor ist. Vielleicht kennt das der ein oder andere bei diversen Ego-Shooter-Spielen oder ähnliches. Man guckt nach links, weil von links etwas kommen könnte, aber theoretisch ist das eine Auge ja nicht mehr auf dem Monitor richtig drauf. Und bei einem 21 zu 9 Formfaktor fällt das weg. Das heißt, man hat immer sozusagen die komplette Perspektive immer auf den Monitor. Zusätzlich möchte ich euch auf meinem Kanal auch noch zeigen, was heutzutage technologisch schon möglich ist. Speziell DSA ist das Stichwort bei Nvidia. Dabei, wenn meine Grafikkarte das auch schafft, was ja auch nicht selbstverständlich ist, werde ich das Game in eine deutlich höhere Auflösung einstellen, welches dann heruntergerechnet wird auf die normale Auflösung meines Monitors. In diesem Fall habe ich mich für die Remastered oder Remake-Version von Half-Life 1 entschieden, sprich Black Mesa. Und habe dabei die vierfache Auflösung meines Monitors eingestellt. In diesem Fall, wie ihr auch sehen könnt, 5120x2160. Oder anders gesagt, 5K bei 21 zu 9 und in diesem Fall sogar fast durchgehend 60 FPS. Dadurch möchte ich euch halt ein Let's Play bieten, was noch so nicht existiert. Und zusätzlich zeige ich euch die Einstellungen mal kurz. Eigentlich wäre NTAA-Sync oder Filtering hier gar nicht mehr nötig, da ja durch die höhere Auflösung sind ja mehr Pixelinformationen verfügbar, die dann auch beim Herunterrechnen sehr viel besser, naja, die stufigen Kanten unterdrücken können. Diese Technik kann man mit den normalen NTAA-Lasern und Filtering halt nicht erreichen. Es gibt dann noch sowas wie MSAA oder FXAA, die das so halbwegs, also die benutzen die Technik, indem sie die Texturen in einer etwas höheren Auflösung errechnen und dann herunter skalieren. Allerdings, nichts ist bei Weitem so gut wie DSA. Natürlich ist das auch die am heftigsten von der Spielleistung anfordernde Einstellung, die es gibt. Bevor ihr noch fragt, ihr braucht nicht unbedingt eine RTX 2080 Ti wie in diesem Fall. Bei Left 4 Dead hatte ich das mit Niedrigeinstellungen, habe ich das auch mit einer GTX 960 geschafft. Eine Mittelklasse-Grafikkarte von Nvidia, die leider noch vor den Treiberoptimierungen der 10er-Reihe gekommen ist. Das heißt, ja, 65 FPS habe ich zwar geschafft, aber naja. Und wenn ihr mich abonniert, werde ich halt öfter solche Contents hochladen. Halt, also immer 21 zu 9. Aber wenn es auch möglich ist, dann in einer deutlich höheren Auflösung. Bevor ihr euch wundert, auf YouTube wird euch nur 4K angezeigt. Das liegt an den Encoder. Der Encoder ist nämlich nur optimiert für 4096x4096. Heißt aber nicht, dass das Game trotzdem von 5K einmal auf 4K runtergerechnet wird. Das ist das Video. Und einmal von 5K auf meine 2K Monitorauflösung heruntergerechnet wird. Für mich sieht das Game trotzdem top aus. Sehr viel schärfer, als man es sonst erreichen könnte. Texten und so weiter sind auch viel schärfer. Allerdings gibt es gerade bei diesem Spiel einen kleinen Nachteil, dass diverse Texte zu klein dargestellt werden, sich überlappen, so wie jetzt hier. Oder aber vielleicht auch teilweise abgeschnitten sind. Was aber nicht so schlimm ist, das Game ist so trotzdem spielbar. Genug geredet, viel Spaß beim Let's Play, lasst gerne ein Like da, ihr könnt auch disliken, wie auch immer. Wenn ihr Fragen dazu habt, gerne Kommentare. Ich beantworte immer zeitnah, wenn es möglich ist. Und dann wünsche ich euch jetzt mal viel Spaß und wir reisen mal nach Black Mesa. So, wir fahren Zug. Das Klassische, was man bei Half-Life auch kannte. Forschungsanstalt Black Mesa, New Mexico. Good morning and welcome to the Black Mesa Transit System. This automated train is provided for the security and convenience of the Black Mesa Research Facility personnel.
The time is 8:47 a.m. Current topside temperature is 93 degrees, with an estimated high of 105. The Black Mesa compound is maintained at a pleasant 68 degrees at all times. Is inbound from level 3 dormitories to Sector C test labs and control facilities. If your intended destination is a high security area beyond Sector C, you will need to return to the central transit hub in Area 9 and board a high security train. If you have not yet submitted your identity to the retinal clearance system, you must report to Black Mesa personnel for processing before you will be permitted into the high security branch of the transit system. Schon weit, wo wir fahren müssen, im Übrigen. Due to the high toxicity of material routinely handled in the Black Mesa compound, no smoking, eating, or drinking are permitted within the Black Mesa transit system. Voll der Weg mit der Bahn, aber irgendwie cool. So, jetzt fahren wir in die andere Richtung. Inside the train at all times. Do not attempt to open the doors until the train has come to a complete halt at the station platform. In the event of an emergency, passengers are to remain seated and await further instruction. If it is necessary to exit the train, disabled personnel should be evacuated first. Please stay away from electrified rails and proceed to an emergency station until assistance arrives. So eine riesengroße Tür, nur um in diesen Labor reinzukommen, wo wir eigentlich relativ weit draußen sind. Also das ist ja kein Tunnel an sich, jetzt ist hier so ein Tunnel. Auch die Schiene wurden getrennt. Ich wollte gerade sagen, wieso kommen da die Beleuchtung? A reminder that the Black Mesa Hazard Course Decathlon will commence this evening at 1900 hours in the Level 3 facility. The semifinals for high security personnel will be announced in a separate secure broadcast transmission. Remember, more lives than yours may depend on your fitness. Der hat seinen Abschluss in Physik, theoretische Physik. Arbeitsplatz, Labor für Anomalie Materie. Das meine ich halt, dass ein bisschen abgeschnitten ist. Do you have a friend or relative who would make a valuable addition to the Black Mesa team? Immediate openings are available in the areas of
Materials Handling and Low Clearance Security. Please contact Black Mesa personnel for further information. If you have an associate with a background in the areas of theoretical physics, biotechnology, or other high-tech disciplines, please contact our civilian recruiting team. The Black Mesa facility is an equal opportunity employer. Schön, wa? Roboter und so weiter. Wird mir gefallen. Sowas studiere ich ja. Was für ein Zufall. Weiter geht's. A reminder to all Black Mesa personnel. Regular radiation and biohazard screenings are a requirement of continued employment in the Black Mesa Research Facility. Missing a scheduled urinalysis or radiation checkup is grounds for immediate termination. If you feel you have been exposed to radioactive or other hazardous materials in the course of your duties, contact the Radiation Safety Officer immediately. Work safe, work smart. Your future depends on it. Habt ihr diesen Typen im Anzug gesehen? Den bitte immer beobachten, am besten einen Kommentar schreiben, ab welcher Minute im Video das zu sehen ist. Das ist eine Challenge für euch. Now arriving at Sector C Test Labs and Control Facilities. Please stand back from the automated door and wait for the security officer to verify your identity. Before exiting the train, be sure to check your area for personal belongings. Thank you and have a very safe and productive day. Morning, Mr. Freeman. Moin. Looks like you're running late. Okay, was ich gerade sagen wollte. Dafür, dass da gerade so eine kleine Katastrophe passiert ist mit den Strahlungen und so weiter, ne? Ist es ziemlich offen, ne? Aber das sind ja Gammastrahlen. Gammastrahlen sind immer zielgerichtet. Das heißt, hier werden wahrscheinlich durch diese zwei Kurven werden wir gar nicht getroffen. Aber da traue ich mich nicht so sehr, hier rauszukommen. Aber naja, ich muss ja arbeiten. You know, Barney's been pretty scarce around these parts. Guess his bar tab must have finally caught up with him. Oops. Talk with personnel. Put some pep in that step, Freeman. You're late enough as it is. Sofort. Auf jeden Fall, wenn ihr diesen Typen seht, mit diesem Anzug, ne? Wie gesagt, immer in den Kommentaren hier unter jedes Video schreiben, wenn ihr den seht. Mit der Zeitangabe. Und dann gucken wir, wie oft wir den sehen, weil manchmal übersieht man den ziemlich leicht. Und der ist unglaublich wichtig. Aber ich möchte euch nicht spoilern. Ihr müsst das Let's Play auch schon durchgucken, um zu erfahren, warum. Oh man, you cut the ponytail. Schon eine krasse Tür. Hey, anomalie Materie. Oder anomale Materie. Dr. Croissant, okay. Be sure to stop by the front desk. Dr. Klein has been looking for you. Klein ist kleiner. Moin. Hey, Mr. Freeman. I had a bunch of messages for you, but we had a system crash about, I don't know, 20 minutes ago, and I'm still trying to find my files. Just one of those days, I guess. They were also having some problems down in the test chamber, too, but I think that's all straightened out. They told me to make sure you headed down there as soon as you got into your hazard suit. Okay. Sieht schon cool aus. Dr. Freeman, report to Anomalous Materials Test Lab immediately. Okay, dann wir wurden ja gerufen. Moin. You'll just have to wait until after the test. Moin. Dann machen wir das. Steht hier irgendwas? Sektor C, Black Mesa.
Es ist übrigens kein Zufall, warum dieses Spiel Black Mesa heißt, weil das Labor heißt nämlich Black Mesa und Black Mesa ist für ja, so einiges zuständig. Ich überlege halt mal wirklich ein komplettes Source-Gameplay zu machen. Ja, kann man es lesen? Benutzen. Get away from there, Freeman. I'm expecting an important message. Och, das waren noch Zeiten, ey. Das ist Windows XP Silberdesign mit MSN. Wow. Ja, was ich sagen wollte mit den ganzen Source-Dingen. Okay. Mit den Source-Sachen wie zum Beispiel, ja, Counter-Strike ist ja klar, aber Portal 1 und 2, Half-Life 2 vor allem dem. Vielleicht mal Team Fortress nochmal als Stream oder so. Und das natürlich alles bei dieser Auflösung. Achso, Moment mal. Hier sind immer diese Research, Development, Personal. Also Forschung, Entwicklung oder Personal. Wir müssen rot verfolgen oder müssen wir blau verfolgen? Weil das ist beides Anomalie-Materie. Hm. Fallen wir erstmal rot. Achso, Moment mal. Der hat noch gesagt, was mit Forschungsanzug? Also. Ja, Bluescreen. Warte, wir müssen erst als Personal unser Schutzanzug holen. Also müssen wir grün verfolgen. Es ist wichtig, dass man zuhört, was die labern. Moin. But the thermal protection system seems to be online now. Those TPS reports have gotten progressively worse. Hard to find good help these days. Yes, about that. We're going to need you to come in this weekend. What? I've already made plans. Oh, don't worry. You can always attend the next convention. Okay. Verdammt. Moin. Would you look at that? Freeman actually did show up for work this morning. Looks like somebody here owes me lunch. Good morning, Freeman. Shut up. Okay. Komme ich denn sonst gar nicht oder habe ich irgendwas verpasst? Yep, yep, yep. There's a pepperoni pizza in my near future. Ja, wobei, wahrscheinlich, ich bin theoretischer Physiker. Ja. The sample was just sent down to the test chamber. Okay. Wahrscheinlich ist das einfach nur so, ich erforsche etwas in der Theorie mit Mathematik und so weiter. Und die setzen das um, wenn alles stimmt. Good morning, Gordon. Okay. Aber hier scheint nichts zu sein. Weiter grün folgen. Ne, ich bin noch von hier gekommen. Ne, ich bin von dahin gekommen. Warte. Hier muss ich lang. You're living in the past. That experiment is single-handedly responsible for inspiring my career in science. What recognition do you think you're going to get for reproduction, though? You should focus on inventing something new and unique. He does have a point. Oh, but this is more than a replication, I assure you. For one, it shows how far our field has come since the original study was published, and to say nothing of the modern perspective necessary to monitor its influence. I mean, combined with today's technology, I've recreated... Bah! I can't stand to hear another word of this malarkey. Don't mind him, but here's something to think about for the next time. You and your sugar-coated ersatz are absolutely full of it. Creativity is the art of hiding your influence. Now let's get back to work. We should at least try to look busy. At least try. Ach, ein Peak. Hm, gut. Kann man nichts erkennen. Aber die Software kommt mir bekannt vor sogar. Was haben wir denn hier so Schönes? You have no idea what's going on, do you? You can't be serious. Okay. Absorb energy spikes from within a... schwer zu lesen. Ah, das müsste ich sogar lösen können, mathematisch leider. Important. Increases Omega? Weiß ich nicht. Naja, gut. Das ist vielleicht das Nachteil, wenn die Texturen hier nicht ganz hochauflösend sind, aber... Periodentabelle. Hey! Das ist auch zum Beispiel nicht ganz hochauflösend. Aber, okay. Man konnte doch normalerweise... Ja. Wo muss ich denn hin im Übrigen? Hello, Dr. Cross.
maybe later, Gordon. Ich wollte gerade sagen, ich bin nicht Dr. Cross. Okay. Ja. Dezember. Ich hatte nie Chemie in der Schule gehabt. Naja, gut. No smoking in this area. Morning, champ. Moin, moin. Wie sieht das hier so billig aus? Enjoy one of our. Can you access the mail server? Great, ja. Na gut, weiter. Why do we all have to wear these ridiculous ties? Einfach so. Dread. No toilet paper. Dum dum dum. Hello. Hello. Could somebody get me some toilet paper? Ja, why not? Wo haben wir denn was? Da. Pick up. Excuse me. Minor emergency. Oh, thank heavens. I'm in dire need of some toilet paper. By the way, dafür gibt's auch ein Achievement. Highway. Dum dum dum. Ich glaube den ersten. Okay. Und so, Leute, fängt es mit Half-Life fast schon an. Welcome to the HEV Mark IV Protective System for use in hazardous environment conditions. High impact reactive armor activated. Atmospheric contaminant sensors activated. Vital sign monitoring activated. Automatic medical systems engaged. Defensive weapon selection system activated. Munition level monitoring activated. Communications interface online. Have a very safe day. So, ihr habt's ja gehört, ne? Ist für gefährliche Umgebung. Und unterstützt Schutz für diverse Sachen. War ja Temperatur, Feuer, Elektrizität, Sauerstoff, war ja unten links alles eingeblendet gewesen. Ah, I remember my days in the hazardous environment suit. Da komme ich bestimmt nicht hin. Ja. Laufen. Also ich muss sagen, wir laufen blau. Okay. Ah, hier komme ich gar nicht rein. Oh. Go right on through, sir. Jupp. Looks like you're in the barrel today. Ach ja, einer muss. Oh, das ist cool. Black Mesa Research Facility is a worldwide leader in the field of fluid dynamics. Also auf jeden Fall, die Firma ist sehr weit führend. Aber Fluid Dynamics. Flüssigkeit oder Fluide, aber Dynamics. Hm. Responsible. Black Mesa Research Facility is a proud sponsor of the New Mexico Adopted a Highway Little Campaign. Together we can keep Black Mesa clean. Okay, okay. Wenn ihr das sagt. Ah, was gibt's da noch? Recycling. The Black Mesa Research Facility annually recycle 98.3% of its biological, chemical and mechanical waste. We are the industry leader in green tech. Ja, 98% Recycling. Innovate. Our tram system is really cool. Visionary. Always looking to the future. Hauptsache, hier sind wir auch gerade vorbeigekommen mit der Bahn. Kommt da noch was? Kann man klicken? Nein. Na? Zeig dich. Safety. Our record speaks for itself. Da sind wir auch eben vorbeigekommen. Und was ist mit der Kammer hier nebenan, wo Radioaktivität und so weiter ein bisschen verschüttelt war?
Gibt's denn hier auch noch sowas? When it comes to protecting science, this guy on your side. Security force. Okay. Hydroelectric Dam. The Black Mesa Hydroelectric Dam is the largest dam in the southwest. It not only produced power for Black Mesa Research Facility, but also surrounded three states. They contain 1 million cubic yard of concentrate. 2,5 Megawatt. Alter. Was war das? My goodness. Innovation. Already a world leader in quantum physics, Black Mesa Research Facility is leading the field in materials research. Ja, ein bisschen viel Text. Ja, gut. Aber trotzdem, was haben wir noch? Okay, das war das dritte. Black Mesa, located in the science, Black Mesa Desert, Black Mesa Research Facility. Okay, ja gut. Dann haben wir heute schon gesehen. Technology. We are the industry leader in the use of robotics. We employ robots in all areas of the facility, freeing up an average of 3.2 workers per robot. Okay, ob's gut ist. Working as team. Der Typ hinten links. Schau so, als würdest du denken. Na gut, da sind wir ja gerade gekommen. Push the button.